Freunde, ihr wolltet günstige Ausrüstung haben, sollt ihr auch bekommen. Ich habe mich mit ASMC zusammengesetzt und werde euch da heute mal zwei Pineboot-Produkte vorstellen. Ich trage hier oben einmal den Tikani Anorak und als Hose die Tividen Hose. Beides sehr coole Produkte, wie ich finde. Die Preise sind auch sehr, sehr gut und die Qualität hat mich auch total überzeugt, als ich es ausgepackt habe. Und das auch nur als Info. Ich habe die Produkte beide neu und habe natürlich jetzt keine Langzeiterfahrung, aber so einen ersten Einblick bzw. eine Vorstellung wollte ich euch schon mal geben. Und wenn mir in der längeren Zeit jetzt noch ein paar Punkte einfallen oder auffallen, dann werde ich die unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr das Video oder du das Video dann später mal siehst, dir das Produkt vielleicht kaufen willst, dann kannst du unten in den Kommentaren schauen, ob mir da noch ein paar negative Punkte eingefallen sind. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Video. Wir sehen uns am Ende im Fazit nochmal. Bis gleich. Die Pineboot Tividen Hose ist eine typische Wanderhose und kommt dementsprechend mit einem sportlicheren Schnitt, der aber dennoch eine gute Bewegungsfreiheit bietet. Mit einem 64-34 Gewebegemisch mit 2% Elastan ist die Hose angenehm zu tragen, trocknet schnell und sie kommt mit UV50+ Schutz. Ein besonderes Feature ist hierbei die Permanentimprägnierung IR3535 bzw. die Insect Stop Technologie, die zusätzlich mit dem dicht gewebten Gewebe einen zuverlässigen Schutz gegen Mücken, Zecken und Co. bietet. An der Taille gibt es für besseren Tragekomfort elastische Einsätze und insgesamt 7 Gürtelschlaufen. Hier fallen einem sofort die kleinen Details und stabile Riegelnähte an den Belastungspunkten auf. Geschlossen wird die Hose über einen normalen Knopfverschluss, der aber mit einem Druckknopf entlastet wird. Der Reißverschluss ist hier zum Glück von YKK, also nichts Billiges. Kommen wir zu den Taschen. Hier gibt es eine kleine Einschubtasche am Gesäß mit Reißverschluss. Auch hier wieder kleine, aber feine Details. Dann natürlich vorne zwei normale Einschubtaschen, auch hier wieder ein kleines aufgesticktes Pinewood-Logo. Die Reißverschluss-Beintaschen habt ihr ja schon gesehen. Sie sind zwar aufgesetzt, aber nicht wirklich großzügig, weshalb ich sie eher wie Einschubtaschen einstufe. Platz ist hier für flachere Gegenstände, wie zum Beispiel Taschentücher, Karten und Co. Kleine Details gibt es auch hier wieder. Neben dem Pinewood-Schriftzug haben auch hier die Reißverschlüsse einen kleinen Pinewood-Zipper-Pull und Zipper-Garagen. Die Zipper an den Taschen sind übrigens nicht vom YKK, sondern von THC und machen einen wertigen Eindruck. Weiter runter zu den Knien. Diese sind mit 3 Nähten vorgeformt und sie sind Teil des schnittigeren Designs. Die Hosenbeine sind relativ schmal und bei meinen dicken Stiefeln passt es gerade noch drüber. Ich sehe die Hose aber auch eher in Kombination mit leichteren Trekking-Schuhen. Wenn der Knöchel also freier ist, könnt ihr den Bund via Klettverschluss also nochmal etwas enger stellen. Gut ist hier, die Hosenbeine besitzen eine doppelte Materialstärke. Kommen wir jetzt mal zum Tikani Anorak. Wie man es von einem Anorak kennt, wird er als Schlupfjacke übergezogen und besitzt dementsprechend nur eine Öffnung für den Kopf. Auch beim Anorak wieder ein 64-34er Gemisch mit 2% Elastan für ein gutes und atmungsaktives Tragegefühl. Das Ganze wird durch eine dichte Webart auch UV-sicher und stichsicher gegen Moskitos. Im Gegensatz zur Hose kommt der Anorak aber ohne Insect Stop bzw. Insect Safe Technologie. Dafür wurde beim Anorak allerdings mit einer Wachsimprägnierung mehr auf Witterungsschutz gesetzt und das funktioniert, wie man sieht, auch sehr gut. Wie das nach dem ersten Waschen aussieht, werde ich dann noch sehen. Der Tikani Anorak besitzt eine große Känguru-Tasche mit Reißverschlüssen oben und an den Seiten. Oben können natürlich auch nur die Druckknöpfe genutzt werden. So habt ihr Platz für Handschuhe oder andere flache Dinge und könnt sie entweder seitlich oder von oben entnehmen. Im Inneren gibt es noch eine kleine Einschubtasche, die ich für das mitgelieferte Moskitonetz benutze, dazu aber gleich mehr. Auch beim Anorak wurde übrigens nicht an ansprechenden Details gespart. Vorne sowie hinten aufgestrickte Markenzeichen und an den Reißverschlüssen griffige und hochwertige Zipperpulls. Um das Ganze noch etwas abzurunden, ein kleiner Lederoptik-Patch im Schulterbereich.
Für die Bushcrafter unter euch gibt es auch Gürtelschlaufen für zum Beispiel einen urigen Ledergürtel, um Messer und kleine Taschen zu fixieren. Ich persönlich belasse es für die Demonstration bei einem normalen Gürtel. Wer keinen Gürtel einsetzen möchte, der kann sich den Anorak auch über den integrierten Gummizug fixieren bzw. abdichten. Dieser funktioniert natürlich nur richtig, wenn der Reißverschluss bis auf Höhe des Kordelzugs verschlossen ist. Für mehr Belüftung kann natürlich auch alles geöffnet werden und die Bewegungsfreiheit wird an den Beinen dadurch auch erhöht. Ein kleines Detail, welches man schnell übersieht, ist in diesem Bereich die kleine Schlaufe, um zum Beispiel Schlüssel, eine Pfeife oder ähnliches zu fixieren oder um die Überlängen des Kordelzugs durchzuführen. Bevor wir uns die Kapuze anschauen, noch schnell die Arme. Diese sind vorgeformt und sie kommen an den Ärmeln mit Klettverschlüssen zum Verstellen. Jetzt aber mal zum oberen Teil. Hier haben wir die Kopföffnung mit großem Reißverschluss, einem hohen Kragen und natürlich einen Kinnschutz für den Reißverschluss. Die Kapuze kommt dabei mit einem Innenfutter aus Meshgewebe, das luftig und leise ist. Zum Einstellen gibt es einen Kordelzug mit Tunnelsystem und zwei Kordelstoppern, die etwas versteckt innen fixiert sind. Hinten an der Kapuze gibt es einen weiteren Kordelzug, um die Kapuze weiter anzupassen. Gut gefällt mir außerdem das Sichtfeld und der umklappbare Rand der Kapuze mit dem darunterliegenden Schirm. So kann man das Sichtfeld bei weniger starkem Regen erweitern und man ist weniger eingeschränkt. Ein Highlight der Kapuze ist aber das einsippbare Moskitonetz. Dieses kann einfach in der Kängurutasche verstaut werden und bei Bedarf sehr schnell in die Kapuze integriert werden. Um das Netz endgültig zu sichern und den Reißverschluss vor selbstständigem Öffnen zu hindern, wird das Netz am Ende per Druckknopf fixiert. Hier auch gut zu erkennen, die beiden Ablaufösen für das Regenwasser. Zu guter Letzt ein für mich wichtiger Punkt, der Anorak besitzt natürlich einen Aufhänger im Kragen. Kommen wir jetzt zum Fazit. So Freunde, ihr seht, es wird langsam dunkel, deswegen beeile ich mich ein bisschen. Also ich muss ganz klar sagen, Pinewood hat mich überzeugt von dem vom Preis-Leistungs-Verhältnis absolut unschlagbar, will ich fast sagen. Man kriegt wirklich was für sein Geld und das hat mir sehr gut gefallen. Qualität stimmt, Materialien stimmen, Verarbeitung stimmt und auch das Design ist natürlich auch sehr gut. Den Anorak zum Beispiel, den sehe ich ganz klar im Bushcraft-Bereich oder Waldläufer, Jäger. Ich persönlich werde ihn im Wildlife-Film einsetzen, wenn ich so ein bisschen durchs Dickicht gehe oder leichter Regen bevorsteht. Ist es ganz cool, nicht gleich eine Hardshell anziehen zu müssen und da hat mir die Imprägnierung auch sehr gut gefallen und auch, dass man die nach dem Waschen mit dem Bügeleisen reaktivieren kann, was für mich darauf hindeutet, dass da auch eine bessere Imprägnierung eingesetzt wurde, hat mir auch gut gefallen und die Kapuze hat mich sehr überzeugt, hat mir wirklich sehr gefallen, weil man ein sehr großes Sichtfeld hat und das stört mich bei den meisten Kapuzen, dass man einfach sehr eingeschränkt ist und das Sichtfeld der Kapuze war halt sehr breit. Und wenn man den Kragen umschlägt, wird es sogar noch besser. Also auch nach oben hin hat mir sehr gut gefallen. Und auch natürlich die ganze Kombination mit den leisen Materialien auch sehr gut. Negative Punkte an der Kapuze habe ich auch, leider. Ist zwar nur Meckern auf hohem Niveau, aber die Kordelzüge sind zwar gut, wenn man die festzieht, aber wenn man das Ganze wieder lösen will, dann muss man immer so ein bisschen hier reingreifen und rumfummeln. Das hat mich ein bisschen gestört, aber es ist, wie schon erwähnt, nur Meckern auf hohem Niveau. Meckern auf hohem Niveau ist auch, dass mich stört, dass man den Reißverschluss hier von den Seitentaschen immer, also man muss es immer hier so ein bisschen festhalten und dann hochziehen. Also mit einer Hand wird es schwierig. Genau, seht ihr schon, ist ein bisschen fummelig. Das hat mich gestört, ist aber auch, wie gesagt, nur Meckern auf hohem Niveau. Ja, aber ansonsten ein Top-Produkt, Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar, genial. Schaut auf jeden Fall mal unten in die Links, da werde ich euch die ganzen Produkte verlinken. Und wenn ihr den Preis seht, dann werdet ihr mir bestimmt zustimmen. Kommen wir weiter zur Hose. Gefällt mir sehr gut die Hose. Passt, die Passform ist ein bisschen enger als die üblichen Hosen, die ich trage. Meine Chlorgear kennt ihr ja, die ist immer so ein bisschen lockerer. Leicht, naja, baggy will ich nicht sagen, aber die hängt einfach ein bisschen lockerer. Und die Hose, die ist ein bisschen straffer geschnitten, mit dem Stretch-Material, aber kein Problem. Also die Bewegungsfreiheit ist nicht eingeschränkt. Und am Bund sitzt die Hose auch sehr gut mit den Gummizügen. Hat mir gut gefallen, auch ohne Gürtel. Sehr bequem insgesamt die Hose. Negative Punkte bei der Hose sind bei mir der Schnitt am Oberschenkel.
Wie schon erwähnt, die Bewegungsfreiheit ist nicht eingeschränkt, aber ich mag es an den Oberschenkeln ein bisschen weiter und da ist die Hose schon relativ eng geschnitten. Ich habe aber auch fette Beine, muss ich dazu sagen. Aber wahrscheinlich wird sich das auch noch geben. Die Hosen am Anfang an den Oberschenkeln leiern bei mir eh immer noch ein bisschen aus. Also passt es. Und ja, ansonsten muss ich noch erwähnen zu den Beintaschen. Das sind keine richtigen Beintaschen, habt ihr ja gesehen. Das sind nur Einschübe. Also packt euch da einfach nur flache Sachen rein, wie zum Beispiel Taschentücher, ein Tourniquet, so ein SWAT-Tourniquet, wie ich das habe. Essbesteck geht auch rein, eine Karte, also nur flache Sachen. Wenn ihr da ein bisschen größere Sachen reinstopft, dann drückt es halt auf den Oberschenkel, weil es halt wirklich nur Einschübe sind. Es sind keine aufgesetzten Taschen. Ja, nur das dazu. Ansonsten kann ich an der Hose gar nicht meckern. Farblich gefällt mir die sehr gut und der Schnitt ist auch okay. Ja, passt. Also ich bin mit beiden Produkten sehr zufrieden. Könnt ihr ja gerne mal unten in die Comments schreiben, was ihr so von Pinewood schon habt. Oder ob es für euch das erste Mal ist, dass ihr Pinewood seht, einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Wie schon gesagt, ich werde euch einen Gutscheincode noch einbauen unten in die Comments, pinne ich euch an für ASMC, 10% kriegt ihr da drauf. Und wenn ihr Bock habt, dann schaut mal vorbei. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal zu jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Like da, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Schaut auch bei Instagram vorbei, gebt mir da ein Follow. Ab und zu gibt es ein paar Stories und Posts. Momentan ist ein bisschen wenig los, wird aber auch wieder besser in Zukunft. Und dann freue ich mich aufs nächste Video. Schaut bei ASMC vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.